Wenn um 18 Uhr der Bittelmann, der Hochzeitslader, auf dem Kirchplatz erscheint, lädt er Publikum und Spieler ein, ins Jahr 1821 zu reisen. 2018 findet das Festspiel Die Hochzeit in Öblan wieder ihre Aufführung. Und wir sitzen heute hier, um ein wenig darüber zu erzählen. Herzlich willkommen, grüß euch und danke für eure Zeit. Ilse, du hast das erste Mal 1959 an der Hochzeit teilgenommen. Ja. Erzähl davon. Ja, ich war ein junges Zigeuner, ich war ein Zigeunerkind. Ja. Meine Mutter war die alte Zigeunerin und das Jahr drauf hat dann die junge Zigeunerin ein Baby gekriegt und das war ich dann, die junge Zigeunerin, also im 59er Jahr. Im 60er Jahr, so ja. Muss ich sagen. Claudia, du bist jetzt die Obfrau aktuell vom Festspiel. Du bist eine junge, erfolgreiche Frau. Es ist eigentlich, lass mich das so formulieren, ist relativ ungewöhnlich. Wie hast du deinen Zugang gefunden und wie ist das? Erzähl. Naja, der Zugang war ähnlich wie bei der Ilse. 1989 war ich halt als Schulkind dabei, dann als Chorsängerin, das ist so quasi die Karriere beim Festspiel. Und beim letzten Mal war ich dann eine Großbäuerin und dann hat es keine Obfrau mehr gegeben. Ich habe mich dann bereit erklärt, dass ich die Obfrauschaft übernehme. Du bist jetzt eine sehr junge Frau. Wie findet man da den Zugang zu dem Thema? Oder ist das Thema zeitlos? Ich glaube, Romantik ist immer zeitlos, oder? Und der Dorftratsch und alles, was so dazu gehört. Gerd, wie ist da dein Zugang? Du bist grundsätzlich, lass mich kurz ausholen, technisch Beauftragter. Ich formuliere das jetzt mal so, du schaust, dass alles gut klingt, alles gut passt. Du hast auch eine Entwicklung im Festspiel durchgemacht. Erzähl von dir. Ja, ich glaube, neben der Das eine ist die schauspielerische Komponente, dass der Hochzeitslader die Kirchleute zusammenbringt, wie es so schön heißt im Spiel. Das eine, was natürlich gerade im 86er, 87er Jahr eine Riesenherausforderung war, war das Thema Organisation und Technik, aber auch die wirtschaftliche Seite. Man hat ja bei Null angefangen, das ist ja von 1960 nichts überblieben. Es waren eigentlich keine, erstens einmal Gelder da, es war ja, von den Requisiten angefangen, Tribüne und so weiter, war natürlich auch die Frage, wie stemmt man das? Wir reden ja da, wird es auch in der jetzigen Zeit, wenn wir von Euro reden, von ein paar hunderttausend Euro, was das ganze Unterfangen braucht. Walter, kann man das sagen, die Uraufführung war 1936. Weiß man darüber, was die Initialzündung war? Wo hat das Ganze begonnen? Ja, nach meiner Kenntnis ist es so gewesen, dass das ein Auftragswerk eigentlich war. Die Paula Krocker ist von der damaligen Kulturabteilung des Landes beauftragt worden, ein Werk zu schaffen, das also in der Pfarrgemeinde miteinander aufgeführt wird. Und es sollte ein bisschen ein Gegenpol auch sein, da hätte damals sein sollen, gegen die Entwicklung Richtung Nationalsozialismus und so weiter, wo es um die Heimatverbundenheit einfach geht, wo die alten Traditionen, die christlich-sozialen Werte mehr in den Vordergrund gestellt werden. Und das war eigentlich die Initialzündung für die Krocker, dieses Werk zu schreiben. Und ja, ist 1936 dann uraufgeführt worden. Sie hat noch festgeschrieben beim dritten Akt und die anderen haben schon probt beim ersten und beim zweiten Akt. So hat das begonnen damit. Ja. Ja. Larissa, du bist gut 20 Jahre jung. Wie kommt man zum Festspiel? Sagt da irgendwie, ja, hey Larissa, du mit? Oder sagt man, ich möchte gern mit da? Oder wo ist dein Zugang? Wie läuft das? Ja, wie bei der Claudia, wie sie gesagt hat, als Schulkind eigentlich. Nachdem alle mitteilen von dir, die ganze Familie und alles, ist eigentlich gar keine Frage, sondern nein, du tust mit. Jetzt bist du in einem Alter, wo man viele, viele Dinge lieber tut. Also wir üben, Texte lernen, Schauspielen und dennoch bist du so begeistert. Wo liegt die Faszination? Kannst du das in Worte fassen? Ich habe beim letzten Festspiel das erste Mal richtig mitgekriegt, wie der Zusammenhalt im Ort eigentlich ist. Wie alle mit dann, alle, man trifft sich am Freitag, alle schon halber hergerichtet mit bitter Frisur mal drum und Bernhard. Du bist der Mann, der 2018 die Dinge ins Rollen bringen wird. Der bin ich. Es ist mit 300 Laiendarstellern das größte alpine Laientheater, das es gibt. Es ist ein Wahnsinn. Es gibt seit 1821, ist auch ein Wahnsinn. Du trittst ein mördermäßiges Erbe an. Wie wirst du das anlegen?
Naja, in erster Linie einmal mit großer Ehrfurcht natürlich, so eine Geschichte, die ja wirklich passiert ist, zu behandeln. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Zugangsweisen, weil es geht ja in dem Stück auch um mehrere Dinge. Es geht erstens einmal darum, dass die Paula Krucker eine Bütebevölkerung Ölplans von 1821 zeichnen wollte. Es geht um diesen Dorftratsch, es geht um Eifersüchteleien, Neid, um einen Generationenkonflikt, um einen Konflikt zwischen Jung und Alt, der sich ja durchaus auf die heutige Zeit übertragen lässt. Und dann geht es ja auch um die Liebesgeschichte von Erzherzog Johann und Anna Blochl. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Ihr seid richtig gut drauf. War das immer so, Walter? Ist das immer so gegangen? Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Was die Larissa gesagt hat, das ist wirklich so eine Zeit, ich will jetzt nichts Negatives sagen, aber in Öblan hat es Zeiten gegeben, wo oft im Rahmen der Politik Uneinigkeit war und wo oft gestritten worden ist. Und immer dann, wenn es ums Festspiel gegangen ist, ist über jegliche konfessionelle oder politische Grenzen hinweg nur wirklich Freude und positive Stimmung gewesen. Die gute Paula Krucker war wirklich eine großartige Frau und hat durchaus gesellschaftskritische Komponenten eingekriegt. Wie befasst man sich damit als junger Mensch? Für viele vielleicht eine Gaudi, andere befassen sich damit. Ich glaube, das kommt auch auf die Rollen drauf, an denen man spielt. Wie geht es dir damit? Ja. Also ich weiß im Hintergrund, wie das alles läuft. Und ja, irgendwie, wenn alles so ist, dann fühlt man sich irgendwie so, wie wenn man in der Zeit ist. Es gibt die schauspielerische Komponente, aber es gibt auch die wirtschaftliche Komponente. Wenn du das in Worte fassen müsstest, wie schwer oder leicht ist es in der heutigen Zeit, sowas fortzuführen, sowas am Leben zu erhalten? Ja, ich denke mal, fortzuführen muss jedenfalls leichter sein eigentlich, als neu zu beginnen. Mhm. Wobei die Euphorie damals so groß war, dass Unmögliches möglich geworden ist, muss man sagen, wenn man wie gesagt, gewarnt worden sind von den Altvorderen, dass gesagt haben, das geht heute, alles nehmen wir und alles haben wir zusammengebracht. In großer Einmütigkeit, wo jeder natürlich auf seinem Platz sein Bestes gegeben hat. Und ich muss das nochmal ein bisschen verstärken, was wir vorher gerade geredet haben. Alle sind bereit mitzumachen. Jeder bringt sich gerne ein. Es geht immer um die Leute, die vorangehen. Claudia, ganz eine profane Frage, aber die gehören auch gestellt. Was sind so die Sachen, angefangen von Textlernen, über Kleinigkeiten, über die man manchmal stolpert, kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was gibt es so Sachen, wo du sagst, oh, alter Schwede? Ja, man ist irrsinnig gefordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Leute brauchen viel Anspruch. Ansprechperson bin halt ich, wenn ich greifbar bin, gell. Das Einkaufen dauert jetzt ein bisschen länger in Übrigens. Hast mir du irgendwas Lustiges erzählen? Was ist dir schon mal passiert? Was mir schon mal passiert ist? Hast du schon mal einen Text vergessen, bist schon mal über dein Dirndlgewand gestolpert. Irgendwas muss es geben haben. Ist dir ein Sommer übertreten, 100 Mal. Das sicher, ja. Aber sonst. Nicht auf der Bühne, vielleicht nicht dabei. Ja, technisch. Hoppalas, über den man was erzählt. Nein, wir haben schon Stromausfälle totale gehabt, wo wir dann alle im Finstern sitzen. Und ja, kleine Brände am Rande für die Focken, für die Veteranen. Und ja, da ist sicher schon viel vorgekommen. Ist aber alles immer noch gut ausgegangen, muss man auch dazu sagen. Aber im Nachhinein lacht man dann natürlich über die Dinge. Nur, das gehört dazu. Kannst du irgendwas aus deiner legendären Geschichte, eine Anekdote, irgendwas Gutes erzählen, wo du sagst, das will ich nie vergessen? Ja, ich denke mir oft, ich habe in meiner Bürgermeisterzeit ab und zu einen Spruch aus meiner Rolle anwenden können, was das Kritisieren betrifft. Und das habe ich mit einer großen Hingabe und Genugtuung oft einmal angebracht. Wenn du da weißt, das Kritisieren ist eine leichte Kunst und ein Geschäft für die Schwachen. Der Neid ist strenger wie die Gunst. Das da tut spätig über da wird lachen. Das da erklärt sie war verhunzt. Und wenn man sagt, sie sollten es besser machen, oft haben die Kerlen alle keinen Dunst.